Hallo alle zusammen, wir machen ja heute einen super einfachen, schnellen Spaghetti-Salat. Der ist, denke ich mal, perfekt für solche Temperaturen und ist auch ein günstiges Rezept. Bevor wir damit anfangen, wollte ich noch kurz für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, meinen anderen Kanal Abnehmen mit Genuss vorstellen. Der ist ja unterm Video verlinkt und da werden einfach Rezepte jeglicher Art gemacht, von süß bis herzhaft, wo wir einfach kalorienbewusst kochen oder backen. Ich habe mir jetzt ein paar Bilder rausgesucht. Das sind meistens nur Kuchen, bis auf ein Bild, nur um mal zu zeigen, dass die wirklich auch lecker aussehen und auch lecker sind. Und da würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und ich würde mich freuen natürlich, wenn ihr da vorbeiguckt. Und die Rezepte, also die Bilder, die ihr jetzt seht, die gibt es natürlich alle auf dem Kanal zum Angucken und zum Nachmachen. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem ersten. Und zwar einen leckeren Erdbeerkuchen haben wir da, einen No-Bake-Zitronenkuchen, einen Snickers-Kuchen, einen Pflaumkuchen, einen Apfelkuchen mit Streuseln, dann ein Bounty Shake mit viel Eiswürfeln, ein Schokoladenkuchen, hier ein Rhabarberkuchen, gleich kommt ein Tiramisu-Kuchen und hier sind noch Burger Buns, dann kann man auch grillen. Und ja, das war es jetzt erstmal nur ein kurzer Ausschnitt, aber guckt da gerne vorbei. Und jetzt fangen wir an mit unserem Spaghetti-Salat. Und zwar, was ich jetzt schon vorbereitet habe, das habe ich zusätzlich jetzt gemacht. Das muss man nicht unbedingt machen. Ich schreibe es aber mit in die Infobox rein und dann kann ja jeder für sich entscheiden. Und zwar, ich habe jetzt einfach hier Tomaten genommen, ein bisschen Olivenöl drüber gegeben. Knoblauch ganz wenig gewürzt, weil wir ja anderweitiges Gewürz gleich haben. Aber ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer habe ich jetzt noch dran gegeben und das Ganze war jetzt im Ofen. Ich wollte einfach noch ein bisschen was Frisches dazu haben, also frische Tomaten in dem Falle. Aber wie gesagt, müsst ihr nicht unbedingt, könnt ihr machen. Und genau, das stelle ich jetzt auf die Seite und dann kümmern wir uns um den Rest. So, ich röste jetzt noch ein paar Erdnüsse an. Die sind zwar geröstet, aber ich röste noch ein bisschen an. Vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr Aroma. Und was ich dann einfach noch vorbereite, ist einfach, dass ich die Nudeln abkoche, weil ja, das muss ich ja jetzt nicht extra filmen. Und genau. Bei sowas vom Anrösten generell einfach immer dabei bleiben, weil es ja ganz schnell geht und dann sind sie schwarz und dann kann man sie nicht mehr gebrauchen, weil sie dann bitter schmecken. So, die Nudeln haben wir gekocht. Jetzt kommt nämlich unser Pesto an die Reihe. Das nehmen wir jetzt. Da muss ich selbst mal gucken, wie viel. Ich habe jetzt nicht so viel Nudeln. Dann brauchen wir etwas Zitronensaft. Da kommt auch noch ein bisschen Salz und Pfeffer dran. Ich gebe jetzt da auch nicht so viel dran, weil ich ja schon zu unseren Tomaten ein kleines bisschen gegeben habe. Und die geben wir jetzt natürlich auch noch mit dazu. So, das verrühren wir. Dann kommen die Nudeln. Nudeln, wie gesagt, ich sage es immer wieder gerne, nicht abschrecken, denn dann tut man die Stärke abwaschen und dann kann das Pesto bzw. die Vinaigrette, Marinade oder was auch immer nicht gut dran haften bleiben und deswegen nicht abschrecken. So, jetzt haben wir ja noch unsere Nüsse. Sind fast ein bisschen viel für die Menge. Und wir geben noch Basilikum mit dran. So, und jetzt probieren wir mal. Sehen, ob ich das so hinkriege oder ob ich den Teller gleich mitnehmen muss, bevor ich hier meine Unterlage wieder versau. Super. Mega lecker.
Ihr könnt natürlich auch noch Käse drüber machen. Das würde ich dann aber auch erst machen, wenn ihr den jetzt zum Beispiel ein bisschen stehen habt. Dann würde ich das wahrscheinlich erst dran machen, wenn ich es esse. Aber schmeckt super lecker und ich würde es euch empfehlen mit den frischen Tomaten. Ich finde es mega. Und ja, deswegen gibt es nichts weiter zu sagen, außer das eine natürlich. Macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!